Hi Leute, herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, im letzten Video ging es um die Computerproduktion, Computerfertigung, wie auch immer. Und da hatte ich dann in Textform nochmal eingefügt, dass es in diesem Video, also im nächsten Video, nicht um die Computerproduktion und ihren Start gehen wird, sondern um ein energietechnisches Problem, habe ich es einfach mal genannt. Und zwar, man sieht es hier, sollte eigentlich 388.000 Megawatt haben, habe ich aber nicht, sondern viel weniger, also nicht viel weniger, aber etwas weniger. Und das ist mir auch in der letzten Folge oder kurz nach der letzten Folge aufgefallen, aber bevor ich das Video geschnitten habe, deswegen habe ich es als Textform nochmal eingefügt. Und zwar, das Problem ist, hier, meine Schwefelproduktion, die bekommt zum Teil zu wenig Wasser. Also hier ist genügend Wasser, weil ich hier nachgefüllt habe. Ich habe hier eine Hilfspipeline gebaut, wo das Wasser dann hier rüber geschleust wird. Hier unten habe ich mal alle restlichen Wasserquellen, sag ich mal, angeschlossen. Oben am Kompass sieht man es auch, 525 Wasser bleibt übrig. Das ist hier drüben bei diesem Wasserbehälter. Das kann ich dann abzweigen für weitere Produktionen. Und hier über diese Pipeline gehen jetzt, ich habe es ausgerechnet, 487, nee, einmal 300 plus einmal 150 plus 37,5. Ist doch, stimmt schon, 487 Einheiten Wasser. Es wird zwar nicht so viel gebraucht, aber egal. Es wird nur 375 Einheiten Wasser hier gebraucht, aber ein bisschen mehr kann gar nicht schaden. Genau, und da hier das Wasser, das kommt ja von den Mixern von der Atommüllverwertungsanlage. Genau, schon ist es wieder leer. Hier ist ein bisschen was übrig, okay, und ist auch nicht mehr so viel drin. Das Problem ist, dass wenn hier jetzt zu wenig Wasser drin ist oder gar kein Wasser mehr drin ist, dann bekommt hier die Schwefelproduktion eben auch kein Wasser und kann keinen Schwefel produzieren. Wenn kein Schwefel produziert wird, dann, ich gehe mal schnell runter, Sekunde, dann kann hier bei der Atommüllverwertung, bei den Mixern, auch kein Atommüll zu diesen nicht spaltbaren, wie heißt es, nicht spaltbaren Uran umgewandelt werden. Und somit staut sich der ganze Atommüll und wird immer mehr. Meine Atommülllager sind alle voll, randvoll. Die stauen sich schon dementsprechend in die Atomkraftwerke zurück. Deswegen, deswegen wird auch weniger Energie produziert, weil manche Atomkraftwerke einfach abschalten. Und ja, man sieht es auch hier bei diesem Zug jetzt. Genau, hier die ersten zwei Waggons sind Schwefelsäure, die sind komplett leer. Normalerweise müsste ein voller mitkommen oder einer, der ist nicht voll, sondern der wo angekratzt ist, sag ich mal. So wie hier, ist ein bisschen was übrig geblieben. Das darf ruhig sein. Als beide leer sind, das geht natürlich gleich gar nicht. Das heißt, dass auf jeden Fall mehr gebraucht wird, als transportiert wird. Genau. Und der Fehler oder das Problem ist darin, dass hier das Wasser, was hier zurückkommt, nicht in der Menge zurückkommt, wie es dann letztendlich auch hier gebraucht, hier gebraucht wird. Man könnte meinen, es ist ein Kreislauf, dass es immer im Kreis läuft und immer wieder im Kreis und Kreis und Kreis und irgendwann mal alles gut ist. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht richtig. Ich habe am Anfang ja alles schon mit Wasser geflutet und das wollte nicht so richtig funktionieren. Deswegen werde ich jetzt das Ganze komplett umbauen. Und zwar hier diese Pipeline, die direkt von der Wasserextraktor da unten kommt. Ne, nicht Wasserextraktor, wie heißt das? Quellenextraktor, Quellenkompressor, Quellen... wo ist das Teil? Hier, Quellenkompressor, Quellenextraktor, genau. Wo von unten kommt, geht direkt dann hier in die Anlage rein, ist permanent Wasser da. Immer gleich viel vorhanden, ich kann immer volle Kanne produzieren, ist auf gar keinen Zugang gewiesen. Und das Wasser, was hier hinten rauskommt, das werde ich in Kanister verpacken und schreddern. In erster Linie.
in zweiter Linie, also primär wird es geschreddert, sekundäre oder die zweite Option ist es, das Wasser wieder zu entpacken. Aber nicht hier, sondern bei einer anderen Produktion, wo es ja letztendlich gebraucht wird und dort dann wieder verwerten. Also Wasser halt logischerweise. Denn Wasser schreddern, das macht überhaupt keinen Sinn. Genau. Das heißt, ich muss hier diese Pipelines woanders hinleiten. Ja, zu einer Verpackungsstation und zwar zu diesen. Oh Gott, schon lange gebaut. Hier, Umfüllanlage, genau. Da wird es hingeleitet. Ich bekomme hier 400, sagen wir 480 Einheiten. Pi mal Daumen bekomme ich zurück. Halt, falsch, nee. 480 Einheiten. Hier die Anlage schafft, glaube ich, 60. Genau, 60 Wasser pro Minute. Also 480 geteilt auf 60 ist gleich 8 Anlagen. Genau. Lieber tue ich mehr oder kann ich mehr verpacken und mehr schreddern als eben zu wenig. Genau. Und das baue ich jetzt mal schnell auf, beziehungsweise ich brauche für die Kanister brauche ich auch irgendwie eine Ressource, aus was ich die Kanister mache. Und zwar hier vorne, hier diese Bahnstation, wo ich jetzt hinschaue. Nee. Zoom mal schon hin. Ich zoom, 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 zoom. Genau, diese Bahnstation hier, Linie 12, Öl heißt es. Der Zug, der bringt ja schon Öl hierher. Braucht bloß den Zug jetzt mehr Öl bringen lassen und kann hier das Öl abzweigen und baue hier dann eine Kanisterproduktion auf. Ja, weiß ich nicht genau, wie ich das mache oder wo ich das hinbaue. Das weiß ich nicht. Entweder da hinten oder hier zwischen den zwei Gebäuden rein. Hier wäre natürlich genügend Platz, das könnte ich auch machen. Genau. Das mache ich mal schnell, so eine kleine Produktion für Kanister. Beziehungsweise die Umfüllanlage. Das baue ich natürlich auch noch auf. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich diese zwei Schritte erledigt habe. Also, bis gleich. So, hi Leute, willkommen zurück. Ja, jetzt sieht das Ganze so aus. Habe hier eine schöne Plattform errichtet. Hier stehen drei Umfüllanlagen, drei Konstrukteure, hier ein paar Raffinerien, die hier Kunststoff produzieren, beziehungsweise dann Petrolkoks, das dann hier geschreddert wird mit den Behältern, die hier rauskommen. Dann hiermit auch ein bisschen umentschieden, das bisschen anders da aufzubauen. Und zwar hier sieht man die Pipeline, die kommt von hier drüben, von der Bahnstation. Und ich habe das Ganze einfach mal so gemacht, dass Folgendes hier passiert. Hier kommen ja 470 oder sowas Wasser raus. Hier ist aber nur ein MK1. So eine MK1 Pipeline, das heißt, die Pipeline schafft nur 300. Dann habe ich hier einen Flüssigkeitsspeicher, der kann unendlich viel speichern, logischerweise. Und hier wieder MK1 Pipelines, MK1 Pipeline meine ich, nicht Pipelines. Hier sind mehrere Pipelines. Genau. Und hier habe ich auch nochmal die andere Pipeline, ist wieder da unten umgebaut, nicht so wie es vorher war, sondern jetzt ganz anders. Und hier das gedrosselt auf 175, weil hier 300 plus 175 ist gleich 475. Und 475 Einheiten werden hier auch gebraucht. Genau. Hier Pipeline ist immer gut voll. Ja, sieht man auch. Genau, und denke mal, jetzt wird das Ganze auch funktionieren. Dann ich habe ja das bisschen höher gemacht. Das heißt, dass das überschüssige Wasser, was hier nicht gebraucht wird, bei der Pipeline, steigt dann hier nach oben und fließt dann hier nach unten. Hier trotzdem nochmal eine Sperre reingemacht mit 175 Einheiten. Genau, nicht die Buchstaben verschlucken. Das heißt, dass auf jeden Fall immer diese Pipeline bevorzugt wird. Und erst wenn diese Pipeline voll ist oder voll ausgelastet ist, dann erst steigt hier das Wasser nach oben und geht dann hier weiter. Genau, hier geht hier unten ein kleines durch, hier rüber, hier unten durch, hier entlang. Dann hier ist eine Pumpe, die muss ich noch anschließen. Also hier stromtechnisch habe ich nichts gemacht. Und das Ganze geht dann hier rein zu diesen Flüssigkeitsbehältern und ja, wird dann hier zusammengeführt.
hier geschreddert. Genau, kein Strom. Übrigens, ich habe die Tickets, was hier drin waren, habe ich rausgenommen, weil ich habe die mal kurz angeschmissen. Und man staune, ich habe Sekunde. Was mehr Tickets? Da, hier, 133 Tickets. Also noch. Schon einiges. Genau. Hier wird das Schweröl zusammengefasst und geht dann, hoppla, nicht runterfallen, hier rüber und wird dann hier zu Petrolkoks und das geht dann hier ebenfalls zum Schreddern. Genau, jetzt das Ganze mal schnell elektrisch anschließen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn hier das Ganze final läuft und somit das Problem hier mit meinem Wasser, wie auch immer, behoben ist. Okay, ich könnte hier noch mal kurz mal reinschauen. 380, jawohl, ist schon mal gut. Aber wenn man sieht, es sind immer noch Schwankungen vorhanden. Müssten 388.000 Megawatt sein. Auf jeden Fall ist immer noch zu viel Atommüll vorhanden. Also das sehe ich hier. Ja, egal, erstmal alles elektrifizieren und vielleicht mal Stützen unten ein reinbauen, Geländer mit der Farbe was machen, vielleicht nochmal einen Signalisator aufstellen, so Kleinigkeiten eben. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun habe ich alles elektrifiziert, das heißt, alles ist an das Stromnetz angeschlossen, aber hier vorne sieht man ja ganz schlecht, ist ein Netzschalter. Wenn ich den betätige, dann gehen erstmal die Raffinerien an, hier die Konstrukte und die Abfüllanlagen habe ich erstmal manuell ausgeschaltet. Da lasse ich jeweils so ein bisschen puffermäßig was produzieren, also einmal die Kanister lasse ich produzieren und einmal Kunststoff. Genau, das Ganze schalte ich mal an. Wasserentsorgung habe ich das Ganze mal genannt. Genau, wir starten hier die Raffinerien mit der Kunststoffproduktion. Öl, Rohöl strömt hier rein, genau. Es kommt von hier vorne, von der Bahnstation. Hier ist es ein bisschen tiefer als die Bahnstation, deswegen brauche ich hier keine weitere Pumpe. Dann ist hier der erste Kunststoff unterwegs, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also gefällt mir das. Hier, das muss ich sich auch langsam füllen. Ja. Ja doch, passt schon. 135,6 Petrolkoks bekommen wir raus. Jawohl, erste Ladung ist unterwegs. Sehr schön, wird dann gleich geschreddert. Hier die Anlagen sind jetzt noch offline. Zur Absicht. Ich will nämlich hier erstmal ein bisschen Kunststoff produzieren. Ja, ich denke, das könnte erstmal reichen. Schalten wir alle manuell an. Kommen gleich die ersten Kanister raus, weil exakt die Menge, was hier produziert wird, wird auch hier vorne gleich wieder verbraucht. Deswegen will ich hier ein bisschen Puffermenge produzieren. Genau. So gefällt mir das. Ja, sehr gut, sehr gut. Immer ein bisschen was auf Lager. Gefällt mir. Hier, die müssen offline sein, genau. Sehr schön. Hier lasst es ein bisschen staunen, das Ganze. Okay, passt schon soweit. Einmal. Zweimal. Dreimal. Genau. Oh. Das Wasser hat sich richtig eilig. Ja, genau. Behälter staunen sich hier. Sehr schön. So soll es sein. Genau, und wird dann sofort geschreddert mit Petrolkoks gleichzeitig. Das Zeug brauchen wir gerade nicht. Dann hier 175 Einheiten Wasser. Bisschen wenig. Um das nochmal irgendwo irgendwie zu verbrauchen. Okay, da schauen wir kurz mal nach vorne, wie es jetzt hier aussieht. Okay, das ist voll.
halt hier machen wir nochmal so ein Ventil hin. Ich drehe die immer, dass das eine Schauglas oben ist. Genau, auf 300 begrenzt. Halt, nein. Jawohl, 300, sehr schön. Genau, so soll es sein. Hier machen wir da richtige Farbe hin. Hellblau, wie Wasser. Sonst fließt nämlich das Wasser von hier zurück. Jawohl, ich glaube nicht, dass es passieren wird, aber ich bin mir sicher. Genau, hier. Warum ist denn der so voll? Okay, der füllt. Ne, der leert sich wieder, der leert sich. Der ist auch relativ voll. Könnte man jetzt einfach mal komplett leeren oder nur in einen. Wo ist denn der Zug jetzt außerdem? Linie 18 müsste das sein. Also das? Nee. Also das? Nee. Also das? Ja, das ist er. Ist gerade erst angekommen. Okay. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass das Ganze funktioniert. Ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es funktioniert. Dass das Wasser, was jetzt zu viel ist, nee, was zu wenig ist, ausgeglichen wird von der anderen Anlage. Kurz hier nochmal reinschauen. Passt doch. Kurz wahrscheinlich gerne Licht. Ah ja, so Mittelpunkt passt schon. Bis Deko. Stromnetz sagt. Okay, ist wieder schlechter geworden. Ja, okay, ich habe es jetzt gerade jetzt angeschmissen, das Ganze. Kann ja nicht besser werden oder noch nicht besser. Aber wäre es dann vielleicht besser, wenn ich hier das bisschen höher einstelle? Sagen wir 100, 180. Die Anlage ist auf 185 ausgelegt. Also die das Wasser verpackt und schreddert. Eigentlich. Oder im Schul verrechnet. Wäre kein Wunder. Wäre kein Wunder. Kurz mal nachschauen. Sind wir 3 mal 60. Genau, das ist 180. Genau, passt schon. Ja, mehr können wir hier eh nicht verschreddern. Wie sagt man? In Flaschen füllen, in Kanister füllen, abfüllen, genau, wollte ich sagen, genau, abfüllen war das Wort. Hier, das wird nicht weniger, ganz einfach, weil genau die Menge, was reingeht, auch wieder rausgeht. Hier wird es weniger, ne, wieder mehr. Okay, weil der sich langsam leert, okay. Genau, jetzt kommt der Zug. Den nicht geht, genau mit dem zu geht's. Was ich verstehe, warum hier immer noch zu wenig ist. Oder? Ja, ist relativ viel. Ja, sehr viel sogar. Ich würde fast sagen, ich lasse meinen Zug kurz mal stehen. Okay, jetzt bekommt es seine Behälter. Schätze mal, Schwefelsäure ist einfach nichts mehr vorhanden. Deswegen sind die Kanister jedes Mal leer. Oder der Waggon ist leer. Sagen wir es mal so. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt geben wir ganz einfach ein bisschen mehr Zeit. Genau, schalten wir kurz mal aus. Genau, jetzt kann nämlich hier ein bisschen mehr nachgefüllt werden. Sagen wir hier 1339. Okay. Ja, hier genau, exakt gleiche Menge. Lass einfach hier ein bisschen stauen.
Genau. Wir sind von 1339 zu 1600. Differenz sind es 261. Oder? Ja, 261. Genau, die haben wir auch gleich hier drin. Beziehungsweise dort drin. Warten ein bisschen auf, ja, bis 400 würde ich sagen. Und dann schickt man den Zug wieder los. Dann sollte das Ganze theoretisch auch reichen. Also ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest, ja. Dass der Atommüll weniger wird. Jetzt erst wird der Atommüll jetzt ein bisschen gestaut. 80. Okay, passt schon soweit. Zug schickt mal los. Starten. Sehr gut. Bleibt kurz hin nochmal und schau das Ganze nochmal an, was jetzt hier so passiert. Und dann sehen wir so einen kurzen Cut wieder, wenn ich hier Erfolge verzeichnen kann. Weil ich will das ein bisschen verfolgen und schauen, ob ich das wirklich alles richtig gemacht habe, ob es richtig ist, ob das etwas bringt oder ob es nichts bringt. Wie gesagt, kurz mal nachschauen und dann sehen wir uns nach einer kurzen Pause wieder. So, der nächste Tag hat wieder begonnen. Ich habe hier jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Stunden das Spiel oder hier das Geschehen mit den Atommüllen noch beobachtet und es wird auf jeden Fall weniger. Sieht man auch hier. Hier der Container, der war am Anfang randvoll, hat sich alles in die Anlage zurückgestaut, in die Atomkraftwerke, wie man sieht. Der leert sich relativ schnell. Und hier der Nachbarcontainer, der ist schon leer. Ja, wie ich das oder was ich da gemacht habe, genau was ich da gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal schnell. Ich gehe wieder zurück zu der Station, wo ich das Wasser dann abgefüllt habe. Und ja, bis gleich. So, wie gesagt, ich habe das Ganze ein bisschen umgebaut und zwar hier diese zwei Ausgänge der Bahnstation, die gehen hier hinten herum. Mal hier kurz mal Licht an. Hier in diesen Flüssigkeitsbehälter werden hier zwischen gepuffert. Jetzt kommt der Zug schon wieder. Dann habe ich hier diese Leitung, diese Pipeline höher gelegt. Deswegen habe ich hier unten auch was unterbauen müssen, damit auch wirklich zuerst hier der Flüssigkeitsbehälter gefüllt wird. Hier ist MK2 Pipeline, es geht hier rein, aber auf der Seite geht eine MK1 Pipeline wieder raus. Genau, also hier hat sich nichts geändert. Und so funktioniert es wirklich ganz gut. Wenn man hier vorne schaut, hier wird jede Menge Schwefelsäure produziert. Momentan sogar ein bisschen zu viel, aber das ist natürlich noch besser, wenn zu viel Schwefelsäure produziert wird. Hier der rechte Waggon, der hat es bei der Rückfahrt noch was drinnen gehabt. Hier der linke, der war komplett geleert. Das sieht man auch gleich hier, wenn ich jetzt die Werte anschaue. 1600, okay. 1600, ja, sind beide randvoll. Das ist gut. Aber es wird auf jeden Fall nicht alles gebraucht. Das sieht man auch hier an den Wert. Hier sind, sagen wir mal, fast 1000 drin. Und hier sind es, ja, 1500. Okay, das ist natürlich ein enormer Unterschied. Und hier vorne, hier der Flüssigkeitsbehälter, der ist so gut wie immer voll. Okay, der leert sich gerade. Müssen wir gleich wieder gefüllt werden. Das ist normalerweise immer ganz voll. Okay, der leert sich als erstes und dann kommt der dran. Geht beides hier rein. Okay, der füllt sich, aber warum? Füllrate. Sekunde. Verstehe es nicht ganz. Der füllt sich jetzt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Aber. Ah, jetzt kommt was dazu. Hä? Warum? Komisch. Wirklich komisch. Gleich hat die maximale Füllrate erreicht, genau 600 Kubikmeter, 601 Kubikmeter, was 602, das geht ja gar nicht. Wie soll das gehen?
Ja, egal, passt dann nur 600 durch die Leitung. Egal, es füllt sich da wieder, bis es wieder gerade voll ist. Dann schaue ich alles in den Behälter zurück. Und dann bleibt hier immer noch ein bisschen was hier übrig. Okay, der oder die Bahnstation ist gleich wieder leer. Keine Ahnung, warum hier die linke immer als erstes geleert wird und dann die rechte. Egal. Ist mir wirklich völlig egal. Hauptsache es funktioniert. Kann kurz mal hier die Stromwerte nochmal schnell anzeigen. Ja, das schwankt immer so ein bisschen zwischen 385 und 388. 1000 Megawatt. Ja, Ja, passt schon. Passt schon. Alles gut. Sehr gut, sehr gut. So gefällt mir das. Ja, cool. Wieder ein kurzes, knappes Update-Video. Ich hoffe, es war das letzte Update-Video hier zu meinen Atomteile-Wahnsinn. Ja, da vorne habe ich die Produktion aufgebaut, was die Wasserbehälter befüllt und gleich schreddert. Das wird natürlich in Zukunft dann weniger werden, was geschreddert wird, weil wenn kein Atommüll oder weniger Atommüll da ist, dann kann auch weniger Wasser nur gefördert werden, etc. etc. Aber hier die Menge, hier die 600 oder 300, was jetzt hier reingehen bzw. rausgehen, sollte doch gleich sein. Genau. Kurz mal reinschauen. Genau, es wird der geleert. Auch relativ schnell. Sehr gut, sehr gut. Ja gut, dann würde man sagen, was ist für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es hier sonst nichts Neues gibt, keine weiteren Einschränkungen bei der Atomstromproduktion, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge bei der Computerfabrik und schmeißen wir die endlich mal an. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, macht es gut. Bis dann. Ciao.